Moment noch nicht, noch nicht. Mit CeBIT 2010. Wir sind hier jetzt im BIOS vom HP Mini 5102. Und zwar kann man die FM-Tasten zum Beispiel tauschen, sodass die F-Tasten normal funktionieren. Dazu muss man F10 drücken beim Startup und dann kommt man in das neue BIOS von HP, wo man auch die Maus benutzen kann. Protect Tools, das ist ein Sicherheitsaspekt. Mit Protect Tools, dann gibt es natürlich ein Passwort, das ich jetzt nicht zeigen. Dann hier haben wir das Menü und das Security kann man recht viel einstellen, aber unter System Configuration dann Device Configuration kann man die FM-Taste switchen. Wahrscheinlich auch dann beim HP Mini 210, und das wisst ihr gar nicht, oder? Richtig, nee, genau das Gleiche. Genau das Gleiche, weil ich hatte das zum Testen, aber ich bin nie ins BIOS gegangen. Nee, ist kein Problem, genau.